Entlang an der Staumauer von Cosimoro fahren wir hinaus nach Pascudre. Dort draußen auf dem trockenen Land gibt es eine Vision des Chefs, dass man einen Barrage, einen kleinen Stausee für die trockene Gegend bauen könnte. Der große Chef oder der König war zu Hause. Wir brachten ihm einen schönen Kalender der Schweiz fürs Jahr 2008 und auch ein Victorinox Taschenmesser. Wir bekamen beinahe 100 Messer von der Firma Victorinox, um hier zu verteilen. Wir zeigten ihm den Film und auch, dass wir daran gedacht haben, dass er uns bat, wegen einem Stausee zu schauen, dass es Spenden gab, um das Projekt mal genauer abzuklären. Daraufhin haben wir angestoßen mit Bier aus Plastikbechern auf ein gutes Gelingen für den neuen Stausee. Auf dem Boden zeichnet er uns ein Croquis auf, wo man sieht, wie die Flussverläufe sind. Dann fuhren wir einige Kilometer hinaus auf ein Stück Land, wo die beiden Flüsse zusammenkommen. Die Flüsse, die wenigstens in der Regenzeit Wasser führen. Hier wäre das Land, wo einst ein Stausee sein sollte. So bin ich mal ins trockene Bachbett gestanden und habe kräftig gebetet, dass Gott seine Wunder wirkt in den Herzen der Sponsoren und dass wir hier ein Stück Verantwortung übernehmen können. Wir reichen Schweizer, wo Wasser und Geld so reichlich fließt. Dass es hier bald aussieht wie in der Region Cosimoro, wo sorgfältig bewässert wird. Und überall, wo Wasser fließt, wo es etwas Kunstdünger gibt, da beginnt das Land zu blühen. Welche Motivation wir hätten, um hier ein solch Riesenprojekt anzugehen, darauf kann ich nur sagen, nachdem der Chef bei der Kirchweihe zu mir sagte, wenn wir etwas für die Region tun wollen, sollen wir schauen, dass wir hier einen Stausee realisieren können. Am Abend kam ein Muslim, der das Gespräch mitverfolgt hatte, schenkte mir einen Bock, einen Geißbock, um Danke zu sagen, dass ich für einen Stausee schaue. In diesem Moment fiel eine riesen Sternschnuppe über der Region von Pascudre nieder und erleuchtete alles hell. Ich war daraufhin so berührt, dass es mir ein Herzensanliegen wurde, mich für diesen Stausee einzusetzen. Ich hoffe, dass es hier bald so aussehen kann wie in der Nähe von Cosimoro, wo geackert wird, bewässert wird, wo die Ärmsten der Armen auch reichlich Ertrag an Bohnen, Zwiebeln, Mais und so weiter haben dürfen. Herzlichen Dank jetzt schon für jeden Beitrag für diese Region. Mit dem Chef gingen wir ins Gemeindezentrum, wo die Leute schon auf uns warteten. Wir wurden vorgestellt und auch das Projekt mit dem Barrage, mit dem Stausee. Die Leute waren äußerst dankbar, dass man an sie denkt. Der Chef erklärte alles. Das sei uns Motivation, dass wir hinter diesen äußeren Zeichen, zum Beispiel einer Sternschnuppe, eines Gespräches, auch den Willen Gottes erahnen und erspüren. Wer nicht auf Menschen hört, wer nicht auf die Zeichen schaut, kann auch kaum die Stimme Gottes erahnen. Ein weiterer Schritt war die Abklärung vor Ort mit den Ingenieuren. So fuhren wir wieder hinaus in die Savanne. Mr. Grangel, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Draußen erwartete uns bereits der Chef oder eben der König und man machte eine erste Abklärung, wo wir genau sind. Der Chef von Pascudre zeigt seine Region, sein Einzugsgebiet für das Wasser und zeigt uns, wo der Stausee eventuell hinkommen könnte.
Mit dem GPS können die Koordinaten genau eruiert werden, was dann für die genaue Berechnung des Stausees, der Staumauer, sehr wichtig ist. Le nègre ne clame pas sa négritude. Ce que tu es parle plus haut que ce que tu dis. L'histoire que tu falsifies. Eine Schlussbesprechung über die weiteren Schritte. Bruder Vittorio aus der Schweiz war immer mit dabei, hat alles beobachtet. Er selber, ein erfahrener Mann aus dem Baugewerbe. Einige Tage später trafen wir uns bei Celestine im Ingenieurbüro, besprachen alles mit Mokbar. Er schenkte mir damals den Geissbock, weil ich mich für den Stausee einsetzen wollte. Er zeigte uns die genauen Zahlen. Wir unterschrieben den Vertrag für die Erstplanung, tauschten die E-Mail-Adressen aus und bezahlten bar den ersten Drittel, ca. 4.000 Franken für eine genaue Abklärung des Stausees. Dazu schenkten wir ihnen ein Schweizer Taschenmesser, was natürlich immer viel Freude bereitet. Mit einem Präzisionsinstrument von Leica Herbruck aus der Schweiz wurden die Vermessungen für den See gemacht. Ich konnte da etwas mithelfen, war interessant zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Jetzt hoffen wir, dass die Berechnungen dann zu einem guten Resultat kommen und wir die genauen Zahlen haben, was dieser ganze See dann kosten wird. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. T'as pas le monopole de la bêtise. T'as pas le monopole de la sottise. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es le roi des cons. Mister Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mister Grande Gueule. Rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Aussi vrai que le tigre ne clame pas sa tigritude. Le nègre ne clame pas sa tigritude.